K-A-T-J-A. Du verarschst mich die ganze Zeit. Ich glaube, du verarschst mich. Hi und herzlich willkommen im Cube. Die Kandidaten haben keine Ahnung, worum es in diesem Video geht. Sie kennen sich untereinander nicht und treffen jetzt zum ersten Mal aufeinander. Eure Gruppe besteht aus 5 Personen. Eine davon ist minderjährig. Alle anderen sind über 18. Eure Aufgabe ist es, die minderjährige Person zu enttarnen und rauszuvoten. Es gibt 3 Gesprächsrunden, in denen ihr Fragen stellen könnt, um den Lügner zu enttarnen. Am Ende jeder Runde wird gevotet. Schafft es die minderjährige Person, bis zum Ende im Cube zu bleiben, gewinnt sie 250 Euro. Sollte der Lügner in der letzten Runde nicht mehr im Cube sein, teilt ihr euch das Preisgeld. Wir beginnen mit der ersten Runde. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch vorzustellen. Danach wird direkt gevotet. Ich bin Tevis, ich bin 20, bin mit dem Auto hingekommen. Bin am 3.7.2000 geboren, Sternzeichen Krebs. Ich bin Theresa, ich bin 18, ich bin am 2.10.2002 geboren und ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Ich bin Johannes, ich bin 20 Jahre, ich bin am 31.7.2000 geboren, bin mit der Bahn hier gekommen. Hallo, ich bin Katja, ich bin 18 Jahre alt und am 1. April 2003 geboren. Hallo, ich bin Jule, ich bin am 29. März 2003 geboren, wurde also vor 3 Monaten 18 und mag es gerne. Keine Ahnung, auf Konzerte zu gehen und rumzureisen. Nachdem sich jetzt alle vorgestellt haben, muss eine Person von euch rausgevotet werden. Warte hier. Ja. Ich danke dir. Es gab 2 Personen, die gleich viele Stimmen erhalten haben. Das heißt, ihr lernt euch in Runde 2 weiter kennen und votet dann erneut. Sollte das Ergebnis unverändert bleiben, müssen beide Personen den Cube verlassen. Ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, die anderen davon zu überzeugen, dass ihr wirklich 18 Jahre oder älter seid. Danach wird erneut gevotet. Ja, also ich bin in Bönen zum Gymnasium gegangen und bin dann nach der 11. Klasse aufs Berufskolleg in Unna gewechselt, habe da mein Abitur nachgeholt und habe dann mein Studium in Münster angefangen und bin jetzt im 2. Semester Grundschullehramt. Was studierst du denn Grundschullehramt? Auf welche Fächer? Genau. Ja, man hat immer Deutsch, Mathe und Bildungswissenschaften sowieso und hat nur ein Wahlfach und mein Wahlfach ist Englisch. Okay, alles klar. Ja, ich komme aus Münster, da wo du studierst. Ich habe da 2019 mein Abi gemacht, bin dann nach Köln gezogen, studiere jetzt BWL. Und ich bin jetzt die letzten 3 Tage, also bis Samstag, bin ich auf Mallorca gewesen. Cool. Und wie lange studierst du schon? Ich studiere jetzt im 4. Semester. Okay, ja. Genau. Okay, ich bin mit 5 in die Schule gekommen, habe dann mit 17 letztes Jahr mein Abi gemacht und arbeite seit daher in einem Corona-Testzentrum und jetzt ab Oktober fange ich an zu studieren, Musik und ja. Wo? Er ist noch nicht sicher, weil muss man ja Aufnahmeprüfungen machen, muss man gucken, wo man angenommen wird. Mhm. Okay, habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist mit 5 bist du angefangen? Ja. Wie kam das, dass du mit 5 eingeschult wurdest? Weil es im Kindergarten langweilig war. Also so, du kannst ja auch dich mit 5 einschulen lassen. Ist okay. Also ich wurde spät eingeschult, ich wurde mit 7 eingeschult, weil ich im Juli Geburtstag habe. Ich gehe auf die Fachoberschule, ich weiß nicht, ob es das hier in NRW gibt, in München. Und habe jetzt mein Abi gemacht. Also es ist eine Gestaltungsfachoberschule und da muss man sehr viel malen und jetzt chill ich erstmal mein Leben. 2021 hast du dein Abi gemacht? Ja, ich habe. Mit wie vielen Jahren wurdest du eingeschult? Mit 6. Nee. In welchem Jahr? 2007. Okay. Sorry. Alles gut. Das ist so Lebenslauf, also weiß ich nicht mehr so auswendig, deswegen. Ich gehe noch zur Schule, mache nächstes Jahr mein Abitur. Wir haben 13 Jahre, also ich bin auf der Waldorfschule. Ja. Und danach will ich dann mir erstmal ein Jahr nehmen und ein bisschen rumreisen und werde dann in Hamburg wahrscheinlich Hotelmanagement studieren, wenn das alles so klappt, wie ich das geplant habe. Weißt du, in welchem Jahr du in die 5. Klasse gekommen bist? Nein. Okay. Weißt du es noch? Ja. Vielleicht ist es ja noch nicht so lange her.
Ja, genau. Ja, ist ja auch nicht so lange her. Kannst du deinen Namen tanzen? Ja. Okay. Kannst du es machen jetzt? K-A-T-J-A. Sehr schön. Ich habe jetzt einen neuen Favoriten. Ich glaube, es ist. Es haben erneut zwei Personen die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten, weswegen Julia und Theresa den Cube verlassen müssen. Wenn das Licht rot wird, ist die minderjährige Person noch im Cube und es geht weiter. Wird das Licht grün, habt ihr den Lügner enttarnt und ihr teilt euch das Preisgeld. Die minderjährige Person ist noch im Cube. Das heißt, es geht in die finale Runde. Ich habe erst Theresa und dann Julia gewählt. Gerade. Okay. Falls das irgendwie was. Ja, ich habe erst Julia gewählt, die ist jetzt draußen, und dann habe ich Katja gewählt. Und da bin ich mir auch eigentlich relativ sicher. Also, erstmal geht sie noch zur Schule. Ja. Und ich weiß nicht, du hast eben. Du bist schon von Münster nach Köln gezogen. Das heißt, du bist wahrscheinlich über 18, weil sonst machst du ja gar keinen Mietvertrag und so. Du studierst. Im wievielten Semester nochmal? Im vierten jetzt. Im vierten Semester. Ich bin in Münster in der WG. Ich bin mit dem Auto hier hingekommen. Kann ich dir natürlich nicht beweisen. Ja. Ich bin am 3.7.2000 geboren. Ich würde dir jetzt auch mein Handycode zeigen, aber mein Handy habe ich leider nicht hier. Ich glaube dir das. Ich finde das, auf den ersten Blick würde ich das gar nicht denken, aber ich bin eigentlich relativ sicher. Du hast gesagt, du gehst zur Waldorfschule und machst ja, genau. Das sind halt 13 Jahre, die wir da machen. Okay. Wann bist du nochmal geboren? 2003. Nein. Wann? 2003, am 1. Aber eben hast du noch 2002 gesagt. Nein. Hm? Ich bin 18, ich bin 2003 geboren. Hast du nicht 2001 gesagt? Du, nee. Okay, dachte ich jetzt. Eine Frage habe ich noch. Rauchst du? Ja. Wie kaufst du dann deine Zigaretten? Mit meinem Personalausweis. Das ist tatsächlich nicht so schwierig. Ich weiß nicht, ich würde mich ärgern, wenn jetzt gleich das Licht rot angeht und du mich verarscht hast und du einfach so ein Überflieger bist, der BWL studiert mit 17, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner vierten Vorlesung, aus deinem vierten Semester. Aus meinem vierten Semester, was willst du denn wissen, was ich für Fächer habe? Ja, zum Beispiel. Ich habe jetzt aktuell Marketing, Makroökonomie und Mikroökonomie. Und wann schreibst du deine Klausuren? Ich habe jetzt gerade eine geschrieben, am 12. und ich schreibe jetzt am 28.07. schreibe ich meine nächste. Okay, ja, gut, ich bin mir sicher. Ich bin mir auch sicher. Ja, dann können wir von mir aus wählen. Mit zwei Stimmen wurde sich für Katja entschieden, weswegen sie die Gruppe verlassen muss. Du verarschst mich die ganze Zeit. Ich glaube, du verarschst mich. Ob ihr euch richtig entschieden habt, sehen wir jetzt. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Katja war, aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass Tevis mich die ganze Zeit verarscht. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass sie nicht im Kreis ist, weil wenn ich 17 wäre und die Frage jetzt käme und alles durch ist, dann würde ich sagen, ja, tut mir leid, der ist halt noch. Aber gut, also nee, ich bin mir jetzt sicher, sie ist raus. Jawohl. Sehr stark. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Preisgeld. Dankeschön. Sehr gut. Wenn du auch einmal dabei sein willst, dann bewirb dich für deine Chance auf thestudio.cc.